Und nun kommen wir noch zu einem kleinen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Der Johannesbrief, der uns ja auch immer wieder ermahnt, diese neu gewonnene Gemeinschaft der Kinder Gottes festzuhalten, aufeinander zu achten und auch für den Nächsten einzustehen, damit ihm das nicht abhanden kommt, was er gewonnen hat. Ich lese die Verse 16 bis 18 aus dem 5. Kapitel. Wir kommen hier so langsam zum Schluss dieses Briefes. Da schreibt der Apostel Johannes, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, dann mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Also auch hier zum Schluss eine Mahnung, die Gemeinschaft der Gläubigen festzuhalten. Sich nicht nur festhalten zu lassen, sondern auch mit festzuhalten. Eine besondere Aufgabe, ich habe das überschrieben, die wahre Bruderhilfe, eine besondere Aufgabe in der Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinde ist, dass die Beziehung der Glieder des Leibes Jesu zueinander immer wieder gestärkt wird und werden muss. Es gibt Anfechtungen, Unzulänglichkeiten, Unaufmerksamkeiten, ängstliches Verhalten und auch strahlendes Blendwerk, was zur Sünde verführen möchte. Kinder Gottes können darin verstrickt werden und somit auch geschwächt werden in ihrem Glaubensleben. Sie sind dann nicht mehr fähig, in der Ergänzung mit dem Nächsten so zu leben, wie es der Gemeinschaft der Mitgläubigen und der Gläubigen dient. Damit aber diese Gemeinschaft der Gläubigen arbeitstüchtig bleibt, sollen die Glieder füreinander im Gebet einstehen. Wenn jemand in Sünde gefallen ist, dann betet für ihn, heißt es hier. Betet für ihn, also im Gebet für den Nächsten einstehen. Es gibt Sünde, die den Gläubigen nicht zum Tode, sondern nur zur Niederlage gereichten. Und es gibt aber auch Sünde, die die Gläubigen zum Geistlichen tut, das heißt zur Unfähigkeit mitzudienen in der Gemeinde in dieser Zeit oder sogar zum ewigen Tod, zur Trennung von Gott dienen. Für die erste Form soll die Bruderhilfe in der Fürbitte eintreten. Die Fürbitte zur Bewahrung der geistlichen Gemeinschaft ist eine Hilfe, ist ja ein Beistand, aus der Niederlage, der Niedergeschlagenheit durch erneute Übertretung den Nächsten heraus zu wünschen und herauskommen zu lassen. Kinder Gottes sollen von der Be- und Verurteilung des Nächsten wegen seiner Schwachheiten abstehen und vielmehr fürsorglich dem Bruder, der Glaubensschwester mit Gebet vor dem Thron Gottes helfend zur Seite stehen. Es geht immer um das Ganze, nicht nur um einen Teil. Ist mein Bruder, meine Schwester aufgerichtet und gesegnet worden, kommt dies mir auch zugute. Ja, es kommt allen zugute. Der Apostel Paulus schrieb ja im Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 26, auch davon, dass wenn ein Glied leidet, dann leiden doch die anderen Glieder mit. Aber wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich auch die anderen mit. Also die anderen haben auch was davon und sie sollen was davon haben. Deswegen dieses Gebet für den Nächsten. Es ist also wichtig, durch Fürbitte den Nächsten in seiner Schwachheit zu tragen und auch zurecht zu helfen. Auch im Brief an die Galater betonte das ja der Apostel Paulus und sagt dort in Kapitel 6, Vers 1, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird,
so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und seh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Jakobus, der Bruder des Herrn, stimmte auch damit hinein und er sagte dann in Kapitel 5, Vers 16, heißt es dann, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also auch hier diese Aufforderung oder noch einmal in die Briefe des Apostel Paulus an die Korinther zurück. Dort heißt es ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 8, da spricht er auch, wenn jemand eine Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle, euch alle. Und es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass ihr nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Betet für ihn. Also nicht gleichgültig dem anderen gegenüberstehen. Sehen wir Fehler, ins Gebet gehen. Helfen dem Nächsten. Das ist die wichtige Aufgabe, denn der Satan wartet nur auf die Lücken, um hineinzuschlagen, um zu separieren, um einen gegen den anderen aufzubringen. Dann hat er leichtes Spiel und dann ist das Zeugnis in dieser Welt nicht mehr sichtbar, dass Jesus ein neues Leben gegeben hat. In Römer 15, Vers 1 sehen wir ja auch, der Apostel Paulus schreibt ja darin, dass wir auch auf den Nächsten achten sollen, der schwach ist. Wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Nicht also nur bei uns bleiben. Das ist diese Aufgabe des Beistandes. Und wie wir auch schon immer wieder zitiert haben, auch aus der Losung. In Vers 7, Kapitel 15 vom Römerbrief steht ja, nehmt euch so an, wie Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Ehre. Da muss man lange drüber nachdenken und beten, wie hat Christus mich eigentlich aufgenommen? Ja, und wenn ich dann dahinter komme, was das alles für mich bedeutet hat, verstehe ich ein wenig, wie ich auch den Nächsten aufnehmen soll. Das Gebet füreinander erhält also die Verbindlichkeit des Glaubens miteinander, zueinander. Der Nächste bleibt mir wichtig und somit auch das Werk des Herrn in der Gemeinde bleibt mir dann wichtig. Im Epheserbrief Kapitel 4 spricht Paulus deutlich in Vers 15 und 16, dass ein Glied am Leib dem anderen wichtige Handreichungen tun soll, Ergänzungen geben soll. Sonst kann er nicht am großen Werk des Herrn der Evangelisation, Mission und Heiligung der Gemeinde teilhaben. Einander Ergänzung und Handreichungen geben können. Einzelglieder, die nur für sich leben wollen, sie bleiben immer im persönlichen Stückwerk stecken. Ihre Handlungen, wenn sie auch noch so gut gemeint sind und noch so großes Engagement dahinter steht, haben nur einen kleinen Radius. Alles muss orientiert sein an Jesus Christus, dem Haupt des Leibes der Gemeinde. Fürbitte für die Glaubensgeschwister bedeutet ja Fürsorge, die ich an dem Leib Christi tue. Und an dem Werk, Verkündigung der frohmachenden Botschaft des Evangeliums, die Tugenden Gottes ausrufen und zeigen, wie es 1. Petrus 2, Vers 9 steht. Petrus hat das ja auch gesagt, die Heiligen, ihr seid doch das auserwählte Volk aus Juden und Heiden. Was, mit welchem Aufgabe? Ihr seid ja das Priestertum, dass ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Die Tugenden Gottes, wie er handelt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
nun zu den zwei Arten der Fürbitte oder des Sünde, nicht zum Tode oder zum Tode. Das erste ist ja Sünde zum Tode, kann der geistliche Tod sein, dass ich nicht mehr gebraucht werden kann am Werk des Herrn. Denken wir an Ananias und Sapphira, die sich ja auch hielten zur Gemeinde und gewiss gläubig waren. Aber sie hatten Angst und sie behielten vom Verkauf ihres Ackers einiges zurück und taten so, als ob sie dabei sind. Und was war das Resultat? Ihr könnt nicht weiter gebraucht werden. Ihr müsst weggenommen werden. Das ist auch ein geistlicher Tod. Manche können nicht mehr, auch Christen, gebraucht werden, weil sie nicht von ganzem Herzen am Herrn geblieben sind. Sie können nicht teilhaben an der Evangelisation und Mission in dieser Zeit. Aber dann gibt es auch den anderen Tod, für den der Apostel sagt, nicht zu beten, das ist die ewige Verdammnis, das ist der zweite Tod. Menschen, die in den Abgrund gerissen werden, das Getrenntsein in Ewigkeit von Gott. Zu dem ersten, wenn Gott in Jesus Christus erkennt, dass ein erzieherisches Gericht den Menschen unausweichlich treffen muss, weil sein Herz in der Verkehrtheit seiner Wege hängen geblieben ist, kann dieses notwendige Gericht durch Fürbitte auch nicht abgewendet werden. Nicht abgewendet werden. Wir können einige Stellen lesen, wie er zum Beispiel, ich lese das jetzt nicht so vor, in Jeremia 7, Vers 16, wo in dem Vorspann schon gesagt wird, was Israel alles tut, wo sie abgewichen sind. Und dann sagt Gott zu ihm, bitte nicht für das Volk. Bitte nicht, denn das Gericht muss kommen, die kehren sonst nicht mehr um. Die müssen nach Babel. Bitte nicht. Ja? So gibt es also Dinge, wo wir einfach das Gericht oder dieses Erziehungsgericht nicht abwenden können, damit es doch durch das Gericht, Erziehungsgericht, nachher wieder zu einem neuen kommt. Sie wollen mich jetzt nicht hören. Bitte nicht für sie. Sie wollen sich noch nicht bessern. Gericht muss erst mal kommen. Dann werden sie rufen an den Wassern zu Babel, wenn sie an Jerusalem denken. Dann werden sie beten. Ja, und so sagen wir auch, Not lehrt beten. Oder denken wir an dies, dass ja auch manche in Eigenständigkeit Kinder Gottes arbeiten und dienen. 1. Korinther 3, wo es ja dann heißt, Heuholz stoppeln, sammeln sie. Ja, das muss alles verbrennen. Ein Gerichtsfeuer muss kommen und die Seele wird selig, wie durchs Feuer. In beiden Fällen kann das Gericht durch Fürbitte nicht abgewendet werden. Die Verhaltensumstände werden aber auch der Gemeinde durch den Heiligen Geist deutlich gemacht. Da heißt es zum Beispiel in Titus 3, Vers 10 bis 11, einen ketzerischen Menschen, ja, der sich da nicht sagen lässt, der ist verkehrt, den meide einfach. Du kannst nicht mehr jetzt weiter an dem arbeiten. Den meide, weise ihn ab. In Matthäus 18 lesen wir auch in Vers 15 bis 17, wenn jemand an einem anderen sündigt, dann soll man untereinander reden. Hört er die nicht, dann noch welche hinzunehmen? Hört er die nicht, dann vor die Gemeinde bringen? Hört er die Gemeinde nicht, also dann halte ihn wie einen Heiden. Er ist ja kein Heide mehr, ist ja nun gläubig geworden, aber halte ihn. Du wirst ihn dann nicht ändern. Es muss das erzieherische Gericht Gottes eingreifen. Und zu dem zweiten, wo nicht gebetet werden soll, da heißt es ja, es handelt sich um die Sünde zum ewigen Tod. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie kann nicht vergeben werden, weder in dieser Zeit noch in Ewigkeit. Beten dafür ist zwecklos. Zwecklos. Matthäus 12, 31 bis 32 sagt der Herr Jesus das ganz klar.
Und zwar, er spricht ja auch zu denen, die letztlich wissen, dass er der Messias ist und den Anspruch stellt, dass die anderen sich ihm unterstellen sollen, aber sie ihn massiv trotz der Beweise ablehnen. Und dafür brauchst du nicht mehr zu beten. Ja? Alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird's vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben. Weder in dieser Welt noch in jener Welt. Und warum? Wir haben ja einige Bibelstellen, die will ich kurz nennen. Johannes 3, Vers 2 und Johannes 9, 33, Johannes 10, 37. Wo steht, dass erkannt werden konnte, dass Jesus von Gott ist? Nikodemus hat das ja in Johannes 3 schon gesagt, wir wissen, du bist von Gott, denn niemand kann das tun, was du tust. An den Zeichen sehen wir das. Oder in Johannes 9, Vers 33, wo der Blindgeborene geheilt worden ist. Ja, ist ja verwunderlich, dass ihr das nicht versteht. Von Anfang der Zeit war das noch nie so, dass einer geheilt worden ist, der Blindgeborene ist, es sei denn, jemand ist von Gott. Das habt ihr doch mitgekriegt. Oder eben in Johannes 10, 37 sagt der Herr, naja, wenn ihr mein Wort nicht glaubt, dann müsst ihr den Werken glauben. Und wenn ihr das aber nicht annimmt, dies kann euch nicht vergeben werden. Das kann euch nicht vergeben. Also hier wird ja gesprochen von der Sünde, gegen wo man wieder besseres Wissen handelt. Wieder besseres Wissen. Wie kann man nun erkennen, die Sünde wie den Heiligen Geist nicht begangen zu haben? Manche haben ja diese Fragen, auch Missionare, auch in Südamerika hatten manchmal die Fragen und wurden anderthalb Jahre einfach aus dem Verkehr gezogen, weil sie mit der Antwort nicht klar kamen oder keine rechte Antwort fanden, glaubten, die Sünde wieder den Heiligen Geist getan zu haben. Der Teufel ist ja raffiniert. Er legt das ja manchmal Menschen auf, auch in der Seelsorge kommt das ja zum Tragen. Aber jeder, der noch ängstlich ist, oder besorgt ist darüber, verworfen zu sein, dass die Sünde ihm nicht vergeben worden ist, der hat die Sünde gegen den Heiligen Geist noch nicht begangen. Jeder, der doch eigentlich Sündenvergebung möchte und seine Schuld eingesteht und zum Herrn kommen möchte, auch wenn er das jetzt im Moment nicht fühlt, dass er hinkommt, hat diese Sünde noch nicht begeben. Denn wer die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, fürchtet sich zwar vor der Verdammnis, will aber nicht zu Jesus kommen. Will aber nicht zu Jesus kommen. Das ist deutlich zu verspüren. Hier ist die Fürbitte zwecklos und das meint Johannes, es gibt eine Sünde zum Tode. Dafür braucht ihr nicht zu beten. Allerdings, alle Untugend ist Sünde. Alles, was mit dem Wesen der Tugenden Jesu, seinen Eigenschaften, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht übereinstimmt, ist Sünde. Aber diese Sünden sind nicht zum ewigen Tod begangen, sondern da dürfen wir beten füreinander. Und das Letzte in Vers 18 haben wir gelesen, wir sollen bewahrt sein und wissen, dass wir bewahrt werden. Wir selber sollen Acht darauf geben, dass wir in der Bewahrung bleiben, denn wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Johannes zeigt ja hier noch zum Abschluss diese innige Glaubensgemeinschaft mit Jesus Christus. Dass Kinder Gottes diese Gemeinschaft immer haben dürfen, aber auch bewahren dürfen und die Bewahrung von Gottes Seite annehmen dürfen. Es ist ja ihr Leben, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist ja ihre Freude. Es ist ja ihr Friede. Und der soll bewahrt werden. Diese Freude und dieser Friede soll nicht geschmälert werden, sondern ganz im Gegenteil, immer mehr zunehmen. Der Apostel Paulus schrieb ja deswegen auch in Kolosser 3, 2 bis 3,
trachtet einfach nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Trachtet nach dem Maßstab des lebendigen Gottes, nicht nach irgendeinem menschlichen oder eurem Maßstab. Trachtet so nach eurem Heiland, dass ihr von euren Schwachheiten nicht wieder eingeholt werdet. Eure Schwachheiten sind vielleicht da, die Unvollkommenheiten sind zu verspüren. Angriffsflächen, die der Satan nutzen möchte, sind noch da, aber trachtet nach dem, der da droben sitzt. Denn er ist es, der euch bewahrt und hält euch fest an seiner Hand vor den Übergriffen des Satans. Und so betet auch für einander. Denn Jesus sagte ja auch in seiner Fürbitte für uns, Johannes 17, Vers 12, Vater, ich habe keinen verloren. Ja, habe keinen verloren. Ich habe sie festgehalten, wie in Johannes 10, Vers 29, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich halte Fürbitte für sie, ja. Wir wissen, dass der Gezeugte aus Gott nicht sündigt, sondern er bewahrt sich und wird bewahrt. Der neue Mensch ist dem Zugriff des Satans entzogen. Er kann nur, der Satan, versuchen, den alten Menschen wieder anzugreifen, ihn anzutasten und zu schwächen. Und somit wieder von der Verbindlichkeit der Kinder Gottes untereinander zu entfernen, wenn man nicht wachsam ist. Aber der Aufblick zum Herrn soll uns immer wieder die Kraft der Bewahrung offenbar werden lassen. Gebet für den Nächsten ist ein Gebet der Liebe Christi. Der Liebe Christi, so wie er mich geliebt hat, darf ich den Nächsten auch lieben. Ein Gebet der Liebe Christi. Diese Aufgabe gilt es täglich zu verrichten und danach die gemeinsame Aufgabe der Mission Evangelisation in der Welt zu fördern. Diese Mahnung zur Einheit und zur Warnung vor dem geistlichen Abfall ist am Ende dieses ersten Johannesbriefes sehr zu beachten, denn es geht um die Frucht zur Ehre Gottes im ewigen Leben, die reich belohnt wird, wenn sie hier gebracht wird, reich belohnt wird und uns dann zu einer unaussprechlichen Freude und Wonne führt. Deswegen die wahre Bruderhilfe, habe ich das genannt, die uns hier Johannes vorgestellt hat.